2,2 Millionen Scoville. Das ist irgendwas, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Und ich sage das aus Überzeugung. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf. Danke, 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 danke. Meinem Kanal. Freunde, wie ihr seht, ungewohnte Location schon wieder. Und zwar bin ich hier im Hotel. Alter, hier sieht's absolut katastrophal aus. Jedenfalls gehe ich jetzt los. Mit dem Taxi fahre ich jetzt zu dem lieben Phil, dem Millionärskind. Geringverdiener. Ich würde sagen, Freunde, wir labern gar nicht viel rum, sondern gehen direkt los. Und Freunde, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Heute gibt's natürlich wieder was zu gewinnen. Und zwar diese coolen Bluetooth-Kopfhörer von Sony. Also bleibt bis zum Ende dran, dann erfahrt ihr alle Sachen. Let's go, wir gehen los. Okay, Freunde, ich bin jetzt hier angekommen bei dem Millionär in der Wohnung. Und der Mann schläft noch. Ich bin gerade aufgewacht, okay. Hallo, hier keine Paparazzis, ja. Die in der Wohnung lassen sie ja nicht in Ruhe. Okay, Freunde, wir gehen jetzt los in die Stadt, paar Sachen einkaufen für die Smoothie-Challenge. Ob der für dich sauber ist? Ei? Ich denke nicht. Schaude. Okay, wir gehen los, Freunde, let's go. Okay, Freunde, wir haben jetzt hier den Einkauf und übrigens, ich wollte ja noch in jedem Video drei Leute grüßen, deshalb gehen in diesem Video Grüße raus an Klo, Ben und Roland. Kuss geht raus und kommentiert fleißig, dann seid ihr auch im nächsten Video. Ah, den wollen wir jetzt gleich benutzen und daraus trinken. Trinkt das? Boah, Digga! Perfekt, Digga! Okay, Freunde, wir sind back in der Crib von Finnel, yeah! Hey. Würde Lebensvater jetzt sagen? Spontanität? Muss gut geplant sein. Ja, jetzt guckt ihr erstmal an, was ich hier kaufe. Ein schönes Tiefkühl. Ah, geil, können wir gleich essen normal oder. Ja, aber willst du das gefroren machen oder? Ja, ja, gefroren. Dann haben wir noch einen Red Bull. Fanta Tropical. Oh, Doc. Dann haben wir hier noch eine Bulli Ei. Ah, perfekt. Bulli Ei. Es heißt das so, oder nicht? Bullseye. Chillig, Digga. Brause, Maggi und rote Beete. Digga, ich hab gedacht, das sind Kirschen. Also, ich hab einmal etwas sehr Wunderbares eingekauft. Jocho, Jocho, Jocho. Für den Eisenhaushalt habe ich Kaki besorgt. Ich dachte, das wäre eine Paprika. Ist eine Frucht, oder? Das ist Kaki. Leute, kennt ihr Kaki? Schreibt mal in die Kommentare. Ja, probier doch mal gerne. Probier mal und sag dir mal, ich hab zwei. Hast du zwei? Ja. Schmeckt Kaki. Peanut Butter. Dann habe ich natürlich noch Orangensaft. Turn up. Ich habe Bananen gekauft. Natürlich die reifesten, Digga. Mango und Himbeer. Digga, was ist da drin, Bruder? Sushi. Das hat 10,99 € gekostet. Und, Freunde, mein Highlight. Mein persönliches Highlight. Ich komme ja aus Bayern. Oha, ist ein Leberkäse-Leckchen. Geil, Leckchen. Bäckchen. Wer sagt dir denn Bäckchen, Digga? Leberkassemmel. Wer sagt den Semmel, Digga? Leberkassemmel. Okay, Freunde, wie ihr gesehen habt, das sind jetzt hier die ganzen Zutaten. Wir haben hier zwei schöne Gläser. Ich habe gerade gefühlt eine halbe Stunde den scheiß Mixer geputzt. Du hast einen Scheiß geputzt, Digga. Guck mal, wie es ist. Hier haben wir jetzt die ganzen Zutaten drin. Jeder zieht drei Stück. Und dann würde ich sagen, wird gemixt. Rote Beete. Oh. Brause. Och, nö. Nee, Brause, Digga, ist aber relativ spannend. Rote Beete und Brause. Fanta Tropical. Machen wir erstmal hier die rote Beete auf. Mmh, riecht nach Arsch. Bruder ist, der übertreibt ja richtig geil. Dann haben wir hier noch Fanta Tropical. Boah, das ist ja echt wild. Das ist fast so wie Fanta Exotic. Ist das überhaupt was anderes? Na, nee, eigentlich ähnlich, Bruder. Wo ist die Brause, Digga? Rein damit. Okay, machen wir zu den Lachs. Mal gucken, ob der Mix auch überhaupt funktioniert, Digga. Wow. So, jetzt fertig. Okay. Ui, das ist ein gutes Zeichen. Bruder, ich weiß nicht, was du hast. Das geht, Digga, ich muss würgen. Ich schwöre, komm, ich rauch. Das ist einfach so ein Schaum, das ist ein Milchshake. Auf die Gesundheit, ne? Auf die Bruder, das schmeckt doch nicht gut. Aber wir müssen das jetzt nicht immer austrinken, oder? Schon so drei gute Schlücke musst du tun. Okay, drei gute Schlücke immer. Bruder, ich schwöre, ich feier das gar nicht, Digga. Reicht, Bruder, reicht. Ich bin mein Bester, würde ich sagen. Du bist jetzt mal dran, Digga. Haribo. Ich hoffe so, dass du die Chili... Der Leberkäse weg. Ey, Mann, das ist jetzt schon das Beschissenste, was es gab, Digga. Man kann doch nicht Leberkäse mit Haribo essen. Junge, es kann nicht schlechter werden. Es kann schlechter werden. Es kann schlechter werden. Chili. Und es ist nicht irgendeine Chili. Das ist die Carolina Reaper. 2,2 Millionen Scoville. Wir haben jetzt hier ein bisschen Wasser reingemacht, weil wir brauchen auch ein bisschen Flüssigkeit. Digga, was machen wir hier? Oder ist mehr als die Hälfte. Freunde. Alter, wie das ekelhaft. Ich probiere es sogar auch einmal, weil ich will wissen, wie das schmeckt. Oder ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz ehrenlos. Das ist ein Abstand. Das ist
Ich hab schon Tränen in den Augen. Oh mein Gott. Aber ein Schluck reicht. Einen großen, okay? Riech nicht, trink einfach. Mach Nase zu, trink einfach. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, wirklich in Abstand das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Oh mein Gott, Sascha. Ich glaube, dem Brie hat's gerade die Sprache verschlagen. Schreib mal so den Geschmack. Du. Du hast gerade noch gesagt, Ich will auch, ich probier's auch. Junge. Digga, das ist das, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Und ich sag das aus Überzeugung. Okay, wir machen weiter, Freunde. Es kann jetzt, glaube ich, nicht mehr viel schlimmer werden, oder? Es kann noch ekelhaft werden. Es kann nur noch ekelhaft werden, ja. Och, nö, Digga. Bullseye-Soße. Hotdog. Himbeeren, Digga. Das geht so fit. Wir schnacken nicht lange rum, Kopf in den Nacken. Eine ganze, die Angst hat, dass ich sie ihm ins Gesicht habe. Oh. Scheiße. Okay, bisschen Saft brauchen wir noch. Wie das aussieht, Digga. Das ist so Smoothie-Konsistenz, Digga. Komm. Klar, ist ja kein. Oh, iiii. Auf die Gesundheit. Aber es ist nicht so schlimm wie das. Es ist nicht so schlimm wie davor. Aber es ist absolut nicht geil, Digga. Also ich muss sagen, bis jetzt war echt alles ekelhaft, Digga. Ich würde sagen, Finnel, du bist mal wieder dran, Digga. Maggi. Ja. Oh, Banane. Oh, der könnte einfach echt gefährlich auch kommen. Bistro Baguette. Nein. Doch. Eine Banane rein, Digga. Aber Bruder. Hast du schon mal Maggi so gegessen? Schmeckt das? Ja, safe. Steck's rein, Bruder. Einfach rein damit, Bruder. Rein mit der Banane. Man muss auch noch dazu sagen, das ist ja noch tiefgekühlt. Guck mal, ist schön kalt. Das könnte jetzt so ein richtiger Slushy auch werden, weißt du? Nee. Ich mir macht das richtig Spaß, Digga. Es ist echt sehr viel Überwindung. Auf die Gesundheit. Aber so toll, Bruder. Und? Geht's? Alter, ist das ekelhaft. Probier mal. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich glaube, das Einzige, was noch schlimm sein kann, Sushi. Nummer 1 ist Red Bull. Orangensaft. Oh mein Gott, Digga, wie viel Glück kann man haben? Und Sushi, Digga. Das schmeckt dir wirklich for real. Das kaufst du, weil es dir schmeckt. Ja. Oh mein Gott, Digga. Wie da einfach diese Sushi da alleine rumschwimmt, Digga. Digga, es könnte aber auch wie so ein Edelgetränk, so ein Martini durchgehen, oder? Martini. Hier mal ein Bild von Martini. Und hier das Getränk. Boah, der Lachs kommt so durch und ich mag das nicht, diese Fisch, Digga. Okay, Finn, mein allerbester Jutze, Peanut Butter. Ah, wunderbar. Oh, das könnte sehr gefährlich kommen, Digga. Kaki. Freunde, kennt ihr Kaki? Ich dachte, das wäre eine Paprika. Geht fit, Bro, geht fit, glaube ich, echt. Und? Ist okay? Ja? Die Konsistenz ist halt abartig. Mhm. Aber geschmacklich geht's fit. Konsistenz ist sehr eklig mit diesem Fruchtfleisch, Alter. Hat der Fruchtfleisch? Nee, das ist von dieser Kaki. Wir machen jetzt nochmal einen finalen Shake mit allen Sachen, die wir gekauft haben. Ich glaube, das könnte auch nochmal extremst widerlich werden. Aber Freunde, bevor wir das machen, gibt's natürlich heute mal wieder was zu gewinnen. Und zwar diese wilden Sony Wireless Kopfhörer. Freunde, wenn ihr diese Kopfhörer gewinnen wollt, dann folgt uns beiden auf jeden Fall auf Instagram. Ist jetzt hier eingeblendet. Ihr müsst auch auf diesem Kanal abonniert haben. Lasst dem Video ein Like da und schreibt einen Kommentar mit eurem Instagram-Namen, damit ich euch dann noch anschreiben kann. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Glück. Schreibt fleißig Kommentare. Und ich würde sagen, wir machen Locho. Den finalen Shake. Let's go. Hier ein bisschen Fanta. Ein bisschen Red Bull. Digga, es macht richtig Spaß, wirklich. Zwei davon. Bisschen davon. Ein paar Sprühchen davon, Digga. Digga, ein bisschen hiervon. Weil dann müssen wir auch die Chili wieder reinmachen, ne? Hier noch ein bisschen, Digga. Okay, Freunde, jetzt kommt noch die geheime Zutat. Die 2,2 Millionen Scoville Chili. Oha, Digga, richtig stylisch. Oh, das sieht so ehrenlos aus. Oh, shit, Digga. Nein, davon trinke ich nicht. Doch, jeder ein Sip, Digga, jeder ein Sip. Oh, die ist dampf, Digga. Oh, die Chili kommt so nach, Digga. Oh, aber zum Glück ist sie vermischt. Es ist aber... Nicht schlimm mit der... Ja, weil sehr viele süße Sachen drin sind. Probier mal. Oh mein Gott, das ist nicht so... Okay.
Scharf-Käse. Wir haben jetzt alle Zutaten zusammengemixt. Probieren. Außer Leberkäse. Ja, außer Leberkäse, der ist nicht dabei. Habt ihr schon probiert? Ja, ist es nicht so schlimm wie der davor. Das ist scharf. Das ist scharf. Das ist scharf, Bruder. Digga, was ist okay, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem wilden Video. Ey, was war denn das, Digga? Gefühlt jeder musste kotzen. Das war absolut abartig. Nie wieder, bitte. Nie wieder. Ich würde sagen, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. In dem Sinne, Findel, du hast das letzte Wort. Jocho, Jocho. Ciao, ciao. Abonniert alle, I do this shit for real. And we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah.